Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und der eine oder andere hattet ja mitgekriegt, ich habe bald 50.000er DSL. Ich habe auch eine Box schon ausgepackt, aber da wurde ich etwas falsch beraten oder beziehungsweise der Kollege hat da was nicht gewusst von 1&1 und dann habe ich jetzt mit 1&1 telefoniert und die haben mir gesagt, nee, ist nicht so. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber schade, ich wollte, sagt sie, pass auf, wir schicken dir die neue raus, ich muss die Differenz jetzt bezahlen, weil die kleine Box hat gekostet, also die ich letztens vorgestellt habe, die 7340 SL, 20 Euro Zuzahlung und die sind es 59, also brauche ich jetzt praktisch nur die Differenz zu den 60, also rundgerechnet 60 Euro, also rundgerechnet, dann ziehen wir 20 ab, muss ich noch 40 bezahlen, weil hier habe ich ein besseres WLAN. Das zeige ich euch auch gleich, weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt schon 50.000 kriege, endlich, nach Jahren, möchte ich auch das beste WLAN in meiner Wohnung haben, was ich haben kann, für meine Geräte. Und ja, dann möchte ich wirklich auch die Box vor dem Herren schlechthin möchte ich haben. Die hat jetzt auch hier 4 LAN-Anschlüsse und ihr könnt auf jedem einen Gigabit-Port machen, was bei dem anderen nicht ging. Da geht nur 2 mit einem Gigabit. Hier kann ich, so, Handbuch, hier kann ich, so, da kann ich dann nämlich auch noch zurückschicken. Die geht dann nämlich die Tage zurück. Hier haben wir das Handbuch für die neue. Und das ist die, steht nicht da. 50.000 plus 74,90. Da steht's. Sieht man das? Ja, doch, das ist 74,90. Ne, da unten steht's. Ne, da oben in dem schwarzen, da. 74,90. Und meine Mutter hat die 73,90. Und hier haben wir jetzt praktisch Gigabit LAN haben wir hier drin. Das Symbol. Und dann haben wir hier Media Player, da werde ich gleich was dazu sagen. Fritzbox, Telefon, WLAN, AC plus N, keine Ahnung. So, jetzt mache ich euch mal hoch zu mir. Ist nämlich ein bisschen freundlicher. Und dann kann ich euch mal die Hinterseite zeigen. Ja, da werden auch wieder alle Geräte angezeigt. Und was halt wichtig ist, hier WLAN AC N 2 GHz und da steht es auch, dass ich 5 GHz habe. Und hier soll wohl was mit dem USB sein, da muss ich aber jetzt wirklich mal meine Brille aufsetzen. Oh, ich bin hier ein bisschen durchgeschwitzt, sorry. Es ist nämlich schweinemäßig warm. So, und hier haben wir Phone, DSL, USB. Oh, ja, hier haben wir 2x USB und zwar 3020. So, da seht ihr das. Wir haben jetzt hier, das werde ich auch gleich mal mit euch auspacken, das werden wir mal gleich gucken. Wir haben jetzt hier nicht nur USB 2.0, nein, wir haben hier USB 3.0, das heißt Festplatten und andere Geräte, die halt diesen Standard unterstützen. Und halt die dementsprechende Power haben, die kommt aber auch ein bisschen größer rüber, finde ich. Also die sieht schon ein bisschen größer aus als die andere, denke ich mal, glaube ich mal. Wir haben hier eine Seite, also wenn ihr das seht, blau USB 3.0, hinten auch USB 3.0. Wir haben hier 4 LAN-Ports und hier geht es dann unter den, hier sind auch die ersten beiden, sind ein Gigabit-Einstellungen gleich von Anfang an. Und die anderen beiden können wir im Energiesparmodus, können wir die aufwecken von 100 Kbit in 2x 1 Gigabit, also dass hier überall 1 Gigabit anliegt, dann hätten wir insgesamt, so, dann haben wir hier 2x Phone, Phone S, unterstrich 0, DSL, Strom haben wir, hier haben wir eine achso, das sind diese Phone-Dinger, Phone S, und hier haben wir an der Seite 2 Telefone, die wir anschließen können, wir haben aber auch hier logischerweise deckt,
Also wenn ihr sowas habt, wenn ihr 1&1 Kunde seid, ich habe jetzt mein Dings, habe ich jetzt nicht so in Benutzung, meinen Hausanschluss, weil ich mir das nicht leisten konnte, ein Fritzbox-Telefon. Aber meine Mutter habe ich, die hat sich damals die 7390, haben wir auch, hat sie auch extra mehr bezahlt, weil halt, weil wenn denn bessere WLAN-Signale und mehr Power, dann investieren wir da schon ein bisschen Geld. Und die hat das Fritzbox-Telefon. Und Leute, ey, das ist wirklich so, wenn ihr das nimmt und ihr mit jemandem quatscht, das ist, als wenn der neben euch steht. Echt genial. Also wirklich top. Kann ich echt nur empfehlen. So, ich muss mal kurz einen Cut machen. So, da kam Anruf rein. Ja, und sieht doch echt geil aus. Die werde ich dann heute Abend vorbereiten. Ich habe vorhin, was geil ist halt mit, ist mit dem USB 3.0. Dadurch werden halt auch bei 2.0 Festplatten, werden die komplett ausgereizt. Und ich habe ja auch ein paar 3.0 Festplatten. Also kann ich die komplette Geschwindigkeit, also ist das schon mal richtig geil. Und das, was ich euch hier gesagt hatte, hier, dieser Medienserver, bitte, den benutze ich an der PlayStation 3. An der PlayStation 4 habe ich ihn noch nicht benutzt. Da gibt es ihn jetzt auch. Aber da habe ich noch nicht benutzt. Ich habe ihn schon komplett eingestellt, alle drum und dran. Aber ich habe noch nicht benutzt. Aber auf der PS3 habe ich ihn jahrelang benutzt. Also seit ich 1&1 Kunde bin, habe ich meinen Mediaserver benutzt. Und das ist einfach genial. Ich schließe an die Fritzbox, eine Festplatte, ein Stick oder was weiß ich an. Und kann den, also ich habe ja alle meine ganzen CDs und DVDs habe ich ja alle gesichert, weil ich will nicht immer aufstehen. Und ey, wenn ich die Technik habe, warum soll ich da aufstehen und eine DVD oder eine Blu-ray wechseln? Da gehe ich auf meinem Medienserver und suche mir die Datei da aus. Also das ist schon mal, am Anfang muss man da viel Zeit investieren, um alles einzuscannen, logischerweise, aber dann lohnt sich das auf lange Sicht hin. Vor allen Dingen bei den Kultfilmen, die ich habe, die ich wirklich regelmäßig gucke, mindestens 3-4 Mal im Jahr. Ja, und das habe ich dann alles hier dran und dann funktioniert das richtig gut. Das ist alles, wie gesagt, hier und hier am USB dran. Der Router ist im Flur, oben über der Tür ist so ein Fach und da ist das drinne. Und funktioniert geil. Auch in der alten Wohnung schon benutzt und mit der PS3, wie gesagt, dem Mediaserver, da meine Filme, meine Musik, alle die guckt, passt. Und das Geile ist, ich habe ja auch ein Video gemacht über den NAS. Der neue NAS, seit den, seit weiß ich wie viel Updates kamen, vor im Jahr oder so kam das erste Update, vor 2 Jahren kam das erste Update, die den NAS ein bisschen optimiert haben. Vorher konnte man das vom PC aus auf fritz.nas und dann konnte man das so rüberschieben und dann, bumm, hat man das auf die Festplatte geschoben. Jetzt ist es so, dass man die Festplatte, also das sind ja dann sozusagen virtuelle Festplatten, die sind ja nicht real am PC, die sind am Netzwerk dran. Die kann man aber so einstellen, das habe ich auch gemacht, Fritzbox NAS, müsst ihr mal gucken, im Kanal, wie ihr das machen könnt, dass die als echte Laufwerke am PC angezeigt werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit war mit der alten Fritzbox natürlich dementsprechend langsam, weil kein USB 3.0 Port und hast den nicht gesehen. Jetzt habe ich hier DLAN, was die schnellstmögliche Verbreitung ist. Ich habe USB 3.0 Anschlüsse. Also jetzt kann nichts mehr, also jetzt muss es wirklich noch ein bisschen reibungsloser funktionieren und noch besser funktionieren. Und dann kann man auch vom PC, wenn ich jetzt ein Video gemacht habe für euch, wie das hier zum Beispiel, und habt das am PC bearbeitet, kann ich dann sagen, Festplatte so und so und schiebt das darauf. Und ich habe die aber hier nicht im Wohnzimmer irgendwo rumstehen oder muss die abmachen und ranmachen und abmachen und dann wieder in den Schrank verstauen. Nee, die steht im Flur, oben auf dem Schrank, also oben auf diesem Brettchen und so. Ich habe auch hier den Energiesparmodus bei der alten Box eingestellt, dass die Festplatte nach 10 Minuten oder 5 Minuten Nichtbenutzung komplett ausgeht. Dann hier die... Ja, und sobald ich die dann über Medienserver abrufe, dann höre ich vom Wohnzimmer aus, wie die Festplatte angeht. Dann hörst du ja diese, das höre ich bis hier, weil der Flur ist sehr hellhörig. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Wie gesagt, das ist die, muss ich nochmal raufgucken, 7490, nicht mit SL, das ist das Flaggschiff sozusagen, das größte. Eine andere hat glaube ich, 1&1 gar nicht im Angebot. Nur die und die SL-Variante, noch eine größere Variante und mit was anderem gibt es hier nicht. Und wie gesagt, das ist der 1&1 Home Server 50.000 plus. Also der geht, ich glaube, bis 1.000. Also bis nach 1K-Leitung, 100K-Leitung und danach, weiß ich gar nicht, ob es danach auch mit dem geht oder ob es dann was anderes. Na, erstmal müssen wir 100.000 Leitungen hier in Deutschland verbreitet haben. So Leute,
Das war's jetzt. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Fragen zu Fritzbox oder NAS oder 1 und 1 oder habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich. Wie gesagt, ein Däumchen wäre nicht schlecht. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich werde raus mit meiner Tochter. Ahoi, sagt euer Odin.